Hier ist noch ein Videochat, das ich mir gerne mit reinziehen möchte, weil ich selber noch nicht genau mitbekommen habe. Stefan Raab hat ein Comeback hingelegt und das scheint ein wenig unangenehmer gewesen zu sein, meine Freunde. Wir gehen rein, wir schauen rein. April 2024. Aus dem Nichts geht ein neues Video auf dem Instagram-Kanal von Stefan Raab online und plötzlich ist nichts mehr so wie vorher. Im Video sieht man, wie Elton zu einer einsamen Insel reist, plötzlich auf einen angelnden Stefan Raab trifft und relativ schnell wird klar, Raab wird zurückkommen. Aber nur, wenn er innerhalb der nächsten 3 Tage 9 Millionen Follows auf Instagram klar macht, weil er Spoilers, hat nicht geklappt. Will jetzt Influencer werden. Für solide 3 Tage geht die Medienlandschaft Deutschlands komplett dumm. Keine private Unterhaltung mehr geht ohne das Thema Stefan Raab. Und wirklich jeder Social Media Manager irgendeiner Scheißmarke campt in den Instagram-Kommentaren dieser Videos. Also wirklich, bitte lasst es einfach sein. Mit den 9 Millionen wird es nichts. Stand heute sind es 2,7 Millionen. Immer noch mehr als ich. Auf Raabs Instagram-Account. Dennoch ging 3 Tage später ein Video online, in dem verkündet wird, dass Raab wieder in den Boxring steigt gegen Regina Halmich. Denn da hat er noch eine Rechnung offen und somit ist das Comeback angekündigt, zumindest teilweise. Und das war dann der Startschuss einer mega effektiven und gleichzeitig unglaublich unkomplizierten Promophase für genau dieses Event. Denn von Raab selbst gab es in dieser ganzen Zeit, das muss man sich mal vorstellen, eigentlich nur 6 Instagram-Posts in 6 Monaten. Das ist schon krass, ne? Den Rest übernehmen irgendwelche Spekulationen über das Ausmaß seines Comebacks in der Presse. Da heißt, er kommt nach X Jahren nur zurück, um eine Frau zu schlagen. Kann man so sehen? Das ist dann einmal, er will nur noch einen großen Knall setzen und dann ist er für immer weg. Dann hat er plötzlich seine eigene 9:16 Streaming-App geplant, die er mit dem Boxkampf promoten will. Ja, letztlich trifft dann von all dem gar nichts zu. Wer hätte es erwartet? Es geht ganz klassisch ins TV, dieses Mal aber zu RTL. Wie und was dann passiert ist, war aber irgendwie komisch, unerwartet und auch spektakulär langweilig. Aber lasst mich euch einladen zu einer kleinen Reise quer durch das Comeback. Wie fandet ihr den Boxkampf? Ich fand den so mäßig okay. Jahres. Wir sprechen in 5 war Punkten viel edgy, alle Elemente Andy, so, durch, ihr? Die es zu der Raab-Rückkehr zu beleuchten gibt. Und warum das irgendwie gut, aber irgendwie auch mega unnötig ist. Los geht's. Nein. Marius. Erstens, RTL-Cringe. Wir fangen mal mit was Kontroversem an, denn eines der weirdesten Sachen an dieser ganzen Raab-Rückkehr ist für mich, dass es sich in Teilen mehr wie eine Trotzreaktion Stefan Raabs anfühlt, als wie ein aufrichtiges Wiederbeleben einer alten Liebe. Anfang tut das, wir haben es gerade schon kurz erwähnt, mit dem ganz Offensichtlichen. Raab-Shows laufen jetzt bei dem einstigen Mega-Konkurrenten und Feindbild RTL. Ja, und das Komische ist ja, dass TV Total noch weiterhin gemacht wird, von wem anders halt, ne? Das ist irgendwie so off, weil das war ja so sein Ding. Wisst ihr, was ich meine? Das war Hinter den Kulissen hat sich das Ganze aber schon über Jahre angekündigt und lief nicht ganz ohne Drama. Zwar war Raab über die Jahre seiner Abwesenheit immer noch an ProSieben-Produktionen beteiligt. Er hat zum Beispiel die Wiederbelebung von TV Total mit Sebastian Puffpaff ins Leben gerufen, hat auch neue Shows für ProSieben produziert, zum Beispiel Famemaker. Googelt besser nicht danach, denn es war schneller weg, als es da war. Aber schon vor 4 Jahren gab es seine erste Zusammenarbeit mit RTL. Einige erinnern sich vielleicht Knossi. An das RTL Plus Late-Night-Format. Ach so, oder war das nicht das? Täglich frisch geröstet. Ja, doch, das ist doch das. Das ist doch das. Das ist dann das Format, das später Knossi als Host komplett übernommen hat. Das hat sich dann aber auch nicht unglaublich lange gehalten. Trotzdem waren dann mit der Habe ich davon mal eine Sendung gesehen? Ich weiß es gar nicht. Zeit, aber plötzlich immer mehr Raab-Ideen auch bei RTL zu sehen. Ja, es gab plötzlich das große RTL-Turmspringen. Ach, krass. Es gab Schlag den Besten sozusagen. Schlag den Besten ist crazy. Sozusagen Ableger von der Schlag den Star, Schlag das ist verrückt. Den Raab-Sache. Elton hat seine eigene Blamieren- oder Kassieren-Show gekriegt, die auch nicht wirklich lange lief. Der große Eskalationspunkt war dann aber mehr oder weniger, als Raab Ende letzten Jahres seine Langzeitpartnerschaft mit der Produktionsfirma Brainpool komplett beendet hat. Und ich dachte immer, dass er die Firma ownt, dass sie ihm gehört. Und neu gestartet ist crazy. Raab Entertainment. Aha. Über die verkauft er dann nicht nur seinen Boxkampf an RTL, sondern auch schon vorher produziert er eben für RTL während der Europameisterschaft ein täglich laufendes Format, das EM-Studio, ebenfalls auf RTL moderiert von Elton. Und dem voran ging dann schon ein ganz anderes Drama mit Elton. Nämlich hat ProSieben die Zusammenarbeit mit eben jenem schlagartig beendet. Krass, krass. Und Zitat ProSieben-Chef Hannes Hiller: Wenn jemand seit Jahren regelmäßig für den BVB aufläuft, dann aber immer häufiger im Fanblog den FC Bayern anfeuert, dann stellt sich doch zwangsläufig ein... Bist du beim Montana Black Winter Event dabei, würde ich feiern. Gab es eine Ankündigung? Wenn ja, ich habe keine Einladung gehalten. Eine Frage.
wann ist die richtige Zeit für einen Vereinswechsel? Drama, Drama. Und das Ganze endet dann quasi in der Tatsache, dass Raab jetzt mehr oder weniger exklusiv für die nächsten 5 Jahre mitsamt seiner Gefolgsleute auf RTL stattfindet. Dort werden dann unter anderem neue Shows mit Elton als Moderator produziert, ist auch schon was angekündigt. Es werden weitere Samstagabendshows von und mit Raab geplant und er hat jetzt natürlich auch eine wöchentliche Show auf RTL Plus, die er moderiert. Du gewinnst hier nicht die Millionen. Ist es nicht einfach Schlag den Raab auch? Und als wäre das Ganze dann aber nicht schon genug Drama und hin und her, legt Raab dann noch eine Schippe drauf. Und wenn ihr mich persönlich fragt, Dankeschön. Keine gute. Seine neue Sendung, Du gewinnst hier nicht die Million, geht jeden Mittwoch, Punkt 20.10 Uhr, online in der RTL Plus Mediathek. Das check ich nicht. Wieso haben die das nicht einfach im Fernsehen gemacht? Mediathek. 5 Minuten vor der TV-Ausstrahlung von TV Total auf ProSieben. Und ja, das ist ein Seitenhieb und vielleicht auch ein lustiger, ich weiß es nicht. Ich komme nur nicht umher zu betonen, dass das irgendwie voll keinen Sinn macht. Hat das jemand schon mal geschaut, Chat? Ist das gut, diese Sendung? Macht, weil Raabs Show ja eben gerade nicht in direkter Konkurrenz zu TV Total läuft. Weil das ist ja literally hinter einer Paywall und der Sinn von einem Streaming-Anbieter ist ja, dass du es halt gucken kannst, wann du willst. Genau übrigens wie TV Total auch auf der ProSieben-Plattform Join. Und guess what? Du kannst es da sogar kostenlos gucken. Und davon ab muss Raab seine Sendung rein auf zeitlicher Ebene überhaupt gar nicht als Konkurrenzprodukt am Markt platzieren. Denn vom reinen Showkonzept her ist es halt die größte Konkurrenz, die möglich ist. Krass. Aber dazu gleich mehr. Eins nach dem anderen. Zweitens, der Kampf. Am 14. September war es dann soweit. Ja, den habe ich geguckt, fand ich nicht so geil, muss ich sagen. Halmich, die dritte. Und ich hab's nicht geguckt. Also gut, ich hatte auch keine Zeit tatsächlich gehabt, aber es hat mich auch irgendwie nicht so wirklich... Ich habe also, glaube ich, 20 Minuten eingeschaltet, bevor er reinkam und die Sendung lief schon 1,5 Stunden. Also das war irgendwie Edging Andy so, wisst ihr? Interessiert. Das soll man natürlich jetzt nicht für alle sprechen, denn die Quote und das Social Media Engagement sprechen ihre eigene Sprache. Soll nur aus ganz persönlicher Sicht kurz heißen, dass ich auch finde, dass das irgendwie das uninteressanteste Comeback-Format für Raab überhaupt gewesen wäre, weil ich glaube, das... Ja, weil so der Boxkampf ist sehr schnell vorbei. Ich glaube, wenn man eine super Show gemacht hätte, Schlag den Raab, irgendwas so voll krass mit super vielen Promis, die in jeder Disziplin gegen ihn antreten und so. Und das als Live-Show, das wäre crazy gekommen, ahnt ihr? Wann man sich am wenigsten... Ich habe keinen eigenen RTL-Plus-Account, nein. ...erinnert, wenn man an Raabs große Karriere denkt, sind irgendwie diese Boxkämpfe. Ich weiß nicht, vielleicht geht's da aber auch nur mir so. Und dann das Ganze war natürlich fernab von meinen Emotionen dazu mit ganz viel Bedeutung aufgeladen, ja. Die Rückkehr des historisch großen Stefan Raabs zum einen, ja, man will dabei sein und aber auch irgendwie die reine Schaulust, also wie sieht er jetzt aus, wie sieht sein Körper aus und wie viele Falten hat er jetzt so bescheuert. Aber er ist stabil wiedergekommen, er war stabil. Viel damit reingespielt er war haben. Wirklich stabil, Chat, das muss so man sagen. Es klingt, das war dann auch schon alles irgendwie daran. Mhm. Also ich habe mich dann jetzt natürlich aus Seriositätsgründen für das Video nochmal durch die ganze Sache durchgeklickt und auch geguckt und erstens, der Boxkampf war das Langweiligste an allem. Alles andere war viel zu lang und viel zu zäh. Aber trotzdem war es irgendwie voll genial. Denn der Boxkampf war nicht nur das Uninteressanteste, sondern auch das Unwichtigste. Hm. Niemand wird sich jemals wieder daran erinnern, ob oder wie Raab da abgeschnitten hat, ob er krass eine kassiert hat oder ob er überhaupt verloren hat. Ja, darum ging es überhaupt nicht. Erinnern, ne? Wird man sich darum viel eher an diesen mega pompösen Entrance sein. Ja, da sah er schon stabil aus, muss man sagen. Comeback, als er da mit den Muskeln geflext hat, als der Vorhang gefallen ist, dass er mit Sido und Chiagu zwei immer noch sehr populäre Leute direkt da hatte, mit denen er sich quasi wieder an die neue Generation connecten kann und mit denen einen neuen Song performt hat. Und ganz ehrlich, fair enough, denn es war seiner Bedeutung angemessen. Natürlich ist das mega überinszeniert. Mhm. Das hat Raab natürlich auch schon immer gemacht. Man könnte vielleicht noch sagen, dass so ein bisschen der ironische Bruch fehlte. Das hatte ja, ich checke. Aber ich sage auch ehrlich, ich fühle das ein bisschen, dass er so krass sich inszeniert. Weil das machen in Deutschland wenig Leute. Wenig Leute in Deutschland haben die Balls dafür zu sagen, ich bin krass, ich bin Künstler, ich bin Macher. Ahnt ihr, was ich meine? Das ist so eine Sache, die viele Leute in Deutschland nicht können, weil es immer corny und unangenehm wirkt. Bei ihm war es natürlich auch ein bisschen drüber. Aber es war irgendwie passend, weil es passt irgendwie zu dem, was er sich aufgebaut hat. Und in den USA ist dieser Glamour- und Showfaktor voll krass. Und in Deutschland wird halt echt viel das auch zerhatet, so. Versteht ihr, was ich meine? Das heißt, das fand ich da gar nicht so schlimm oder so störend. Ich fand es halt nur, es hat sich sehr lang gezogen, ahnt ihr? Ich früher immer das Gefühl bei so Stockcar-Sachen, dass das dann schon auch immer mit einem Augenzwinkern war. Und hier war es wirklich so, nee,
Raab ist jetzt zurück. Ja, den Punkt verstehe ich, den Punkt verstehe ich. Weil er ist ja wirklich eine große, mega Legende. Woran ich aber auch erinnern will und damit versuche für die Nachwelt festzuhalten, ist zum Beispiel, dass der Umgang mit Boxkontrahentin Regina Halmich echt irgendwie ungut war. Ja. Also die stand dann danach im Ring und hat sich vor Ort während der Show darüber beschwert, dass sich Raab nie... Und er war so, ja, ja, ja. So, machen wir weiter. Ja, 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 ja. ...bei ihr gemeldet hat. Man hat ja richtig angemerkt, dass sie da so ein bisschen pissig war. Und ja, das kann man natürlich so machen aus Raabs Sicht und dann so sagen, ja, wir sind eben Kämpfer und wir sind Kontrahenten und wir haben dann vorher gar keinen Kontakt und so. Das kannst du dir sicher so wegargumentieren. Man kann aber auch vielleicht einfach sagen, dass es auch Raabs Pflicht als Gastgeber wäre, dafür zu sorgen, dass die Frau, die wortwörtlich den Kopf für dich hinhält bei deinem großen Comeback, dass die sich mindestens irgendwie halbwegs wohl in dieser ganzen Sache fühlt. Voll. Dann, wo ich auch noch irgendwie dran erinnern will bei dem ganzen Bums, ist der Aufmarsch an wirklich weirden Promis, die da waren. Also es waren so die Promis, die sonst nur im Raab-Kontext stattfinden würden, wenn er sich in seinen eigenen Sendung maßlos drüber lustig macht. Und die waren jetzt plötzlich da. Und jeder Trash-TV-Teilnehmer durfte dann mal kurz seine Meinung zu Stefan Raab sagen. Und irgendwie, finde ich, hat es einen ganz weirden Beigeschmack, dass solche Leute irgendwie diese Show füllen mussten, um einen dramaturgischen Bogen zu schaffen, damit der große Stefan Raab seinen Entrance hat. Das hat sich ganz falsch. Ja, da war es wieder so ein bisschen too much, fand ich auch, aber vielleicht also, bin es auch nur ich, ganz im Gegensatz zu der nächsten Sache, die ist nämlich objektiv falsch und schlecht und der für mich, in meinen Augen, allergrößte Skandal an dieser Show. Bei Raabs Einlaufzeremonie, als das Ganze so stattgefunden hat, gab es einen Countdown, der über die Leinwände immer wieder von 10 auf 1 gelaufen ist und dann mal wieder hoch und dann mal wieder edging, runter, so als Prank. Und unter diesem Ganzen, also atmosphärisch zu untermalen, lagen ein paar Soundeffekte. Diese Soundeffekte, das ist wirklich, I shit you not, sind Soundeffekte, die man seit mehr als 10 Jahren kostenlos auf YouTube runterladen kann und die ich persönlich auch schon 2014 in billigen Kack-YouTube-Videos verwendet habe. Aber irgendwie Boomer Nation Type. Eine Person in dieser Produktion, die gedacht hat, Suspense Sound Effect HD auf YouTube vor 9 Jahren hochgeladen. Das gönne ich mir, das haue ich jetzt mal schön rein. Oh mein Gott. Und das im größten, im epischsten Comeback das der TV-Geschichte. Das ist krass. Das ist wirklich so eine dreiste Affenscheiße. Wirklich, da sollte man mal ganz ehrlich drüber reden und reflektieren und vielleicht gucken, ob man da nicht mal für Raabs Karriere auch irgendwelche Konsequenzen zieht. Drittens, die Sendung. Naja, und da bleibe ich jetzt mal ganz kurz noch beim Thema. Wenn ihr jetzt einen YouTube-Menschen unterstützen wollt darin, dass er nicht auf kostenlose Soundeffekte auf YouTube zurückgreifen muss, dann wäre es mir wirklich eine absolute Freude, wenn ihr irgendwie ganz kurz diesen Kanal abonnieren könntet. Oder den Kanal von allen YouTuberInnen, die ihr so mögt und die dann supportet. Mhm. Aber jetzt seid ihr gerade hier, also gebt dem Video ein Like und kommentiert. Und jetzt geht's weiter mit Raab. Ich lasse ein Like da, okay, Marius? Show. Genau, abonnieren mache ich erst am zweiten Video. Wie wir bereits mehrfach aufgearbeitet haben, gibt's jetzt eben wieder wöchentlich. Edre Winzer, wann kommt dein TV-Comeback? Ich habe gerade Spülmittel getrunken. Mach weiter so. Ich eine von Raab moderierte Show exklusiv auf RTL Plus namens hier du gewinnst hier, habe ich eben. Ist ein guter Kanal, heißt, kannst du ruhig abonnieren, nicht die Million, aber ich glaube, ich habe im Verlauf des Videos hier gewinnst du nicht die Million gesagt, oder? Ich finde auch, dass es kein guter Name ist. Whatever. Es ist eine, Zitat, einzigartige Mischung aus Late-Night-Comedy, purem Entertainment und brandneuer Quiz- und Competition-Show. Und ja, ich habe eben schon gesagt, dass der Ausstrahlungszeitpunkt quasi so eine Pseudo-Konkurrenz zu TV Total herstellen soll. Und das Ganze wird... Wie fühlt sich wohl dieser Sebastian Puffpuff, der ja die ganze Zeit so von ihm so da ausgebildet worden ist, das zu übernehmen, auf einmal sein Mentor macht eigenes Ding. Crazy. Wirklich nur noch weirder dadurch, dass du gewinnst nicht die Million, nicht nur darin eine Konkurrenz ist, sondern im Grunde eigentlich auch in allem anderen, denn das ist quasi TV Total. Also das Ganze, no joke, geht halt 90 Minuten pro Episode und davon sind so die ersten, je nach Folge, 30 bis 40 Minuten Stand-up, Medienrückschau oder irgendwelche kleinen Einspieler. Also das, was er früher mal gemacht hat. Und wenn man jetzt mal von den alten Stefan Raab TV Total-Shows die Werbepausen abzieht, dann hat man im Grunde eigentlich eine vollwertige TV Total-Folge, vielleicht
Das vorherige Video hat mich animiert, Ketamin zu besorgen. Danke. Ach, Bruder, ich bin verloren bei dieser Community. Ohne die Promo-Gäste. Dafür dann aber noch fast eine Stunde Quiz hinten dran gehängt. Und das Ganze suhlt sich dann auch in den klassischen Stefan Raab-Tropes. Er lädt einfach alte Folgen hoch. Alle wieder da sind. Also wir haben die Sprecherstimme. Wir haben diese Musik unter den Einspielern. Es gibt ein Nippleboard, das jetzt ein Smartphone ist. Die Showband, die funkige Intro-Musik, generell der ganze Ablauf, wie ich es gerade schon gesagt habe. Und alles in allem ist es einfach wie in den Arm genommen zu werden. Es wird so eine kuschelige Decke um dich rumgewickelt und jeder, der früher mal irgendwas daran hatte, der fühlt sich jetzt komplett geborgen in dieser TV-Total-Nostalgie mit Stefan Raab. Genau das ist es auch. Du gewinnst hier nicht die Million, war für mich persönlich keine 5 Minuten alt. Und es hat sich instant wieder so angefühlt, als wäre Stefan Raab nie weg gewesen. Und aber das ist ja, glaube ich, das auch, was sie erreichen wollten, nehme ich an. So, sie wollten ja, dass dieses Nostalgie-Comeback-Gefühl wieder da ist. Sind da auch Gäste? Ich weiß aber nicht, ob das... Vorhin hatte die Band von ProSieben mitgenommen, das ist crazy. Was Gutes oder was Schlechtes ist. Also um mal noch über die Show als solche zu reden, empfand ich es direkt schon mal überbehäbig und ein bisschen öde, dann auch diese ganzen Show-Elemente wieder rauszukramen und dann über so TV-Sachen zu reden, die keiner mehr wirklich auf dem Zettel hat und guckt. Aber das hat sich dann doch irgendwie so gedreht und ich hatte relativ schnell das Gefühl, dass Stefan Raab da jetzt quasi wie so eine Brücke baut. Also der hat ja, so, weil halt alle die Nostalgie verbinden und er macht jetzt, dass Leute wieder Interesse im Fernsehen haben. Maybe ja. Es war TV-Ausschnitte aus Programmen gezeigt, die keinen mehr so wirklich jucken. Aber es hat sich dann mehr so angefühlt, als würde er sich hinstellen und sagen, guck mal Leute, in diesem weirden TV, das geht so ab. Und es ist ja jetzt auch nicht mehr im TV, also macht er sich quasi im Internet über das TV lustig. Also irgendwie fand ich dann schon, dass es nochmal eine andere Bedeutungsebene hatte. Andere Sachen hatten aber keine andere Bedeutungsebene. Weil was dann wiederum so ein bisschen aus der Zeit fiel, was sich jetzt durch dieses ganze Comeback irgendwie durchzieht, auch bei der Pressekonferenz nach dem Boxkampf, war das ein Thema, dass er irgendwie so eine weirde Obsession mit InfluencerInnen scheinbar hat. Da hat er auf der Pressekonferenz Mrs. Bella zur Minna gemacht oder so einen Gag drüber gemacht, weil sie in 10 Jahren 2,5 Millionen Follows hat und er das in 3 Tagen, was natürlich auch irgendwie völliger Quatsch ist, weil wenn man es mal hochrechnet, hat er natürlich 30 Jahre Showgeschäft dafür gebraucht. Dann hat er im Nachhinein in seiner Show dann sich noch ein bisschen über Regina Halmich lustig gemacht und nachgetreten und war da auch wirklich teilweise, finde ich, so ein bisschen geschmacklos. Da werden jetzt auch wieder alle sagen so, naja, das ist halt das, was du kriegst, wenn du dich mit Raab einlässt. Aber trotzdem kann ich es ja auch einfach dämlich finden. Das schließt sich nicht gegenseitig aus. Ja. Das Ding ist, es ist auch jetzt nichts. Ich weiß ja nicht, ob das so, also ich weiß einfach nicht, ob das noch so zeitgemäß ist. Aber ich glaube, er gibt da auch einen Fick drauf. Das ist Stefan Raab egal. So, der macht sein Ding und gut ist, weißt du? Krass Neues. Man hat es halt alles schon gesehen. Man hat von allem das Gefühl, ah, diese Witze habe ich schon gehört und dass er sich jetzt darüber lustig macht, ergibt jetzt nicht eine grandios neue Dimension. Zeit, das Leben in mein Haus kommt, das Ganze gilt dann eben auch für das zweite Element an dieser Sendung. Ich habe es eben schon gesagt, nach so einer halben Stunde, 40 Minuten wird das Ganze dann ruckartig zur Quizshow und das sind dann immer so 2 Quizfragen, die beantwortet werden müssen und dann gehst du quasi in ein Game mit Stefan Raab gegen ihn und das sind dann basically die Schlag den Raab. Also das ist eigentlich Schlag den Raab. Alles so kombiniert. Weniger Fallhöhe. Und auch hier sage ich, das ist ganz gefällig und das kann man gucken und das fühlt sich auch warm und vertraut an. Aber letztlich muss man dann, glaube ich, schon irgendwie so die Frage stellen. Raab hat seine Karriere ruckartig beendet, war 10 Jahre weg, kommt nach 10 Jahren wieder. Glaubt ihr, so eine Show, wenn das jetzt jemand von uns auf Twitch machen würde, sowas wie er macht, könnte auch ziehen? So, wisst ihr, was ich meine? So als Show-Konzept so, einmal die Woche, unmöglich, ne? Würde sich wahrscheinlich auch nicht rechnen, aber ahnt ihr, was ich meine? Das wäre natürlich auch crazy, ne? Um genau das zu machen, was er vor 10 Jahren gemacht hat. Hä? Viertens, die Legacy. Der Gedanke, der dann bei sowas relativ schnell, relativ nahe liegt und den habe ich auch so des Öfteren gelesen und es war ein großer Diskussionspunkt, whatever, ist, ob man sich nicht als Raab damit quasi so das eigene Grab schaufelt, das Vermächtnis zerstört. Und ich finde, das ist immer ein ganz interessanter Ansatz, dann über sowas zu philosophieren. Aber ich wollte diese Gelegenheit auch nochmal nutzen, erstens auf mein Video zu verweisen, das ich vor einem Dreivierteljahr ungefähr gemacht habe, wo ich die ganze TV-Total-Ära wieder aufarbeite und gleichzeitig auch hier nochmal die Tatsachen auf den Tisch zu legen, denn man muss es nochmal kurz ins Gedächtnis rufen, die letzten 5 bis 8 Jahre, wenn nicht sogar noch länger, als Raab TV Total gemacht hat, waren nichts mehr wirklich Besonderes. Es wurde auch bei Weitem nicht mehr so krass geguckt. Schlag den Raab zum Beispiel auch, hatte trotz eigentlich immer ganz guter Quoten, auch im letzten Jahr, die im Durchschnitt mit schwächsten Quoten seiner ganzen Historie. Ja, aber es liegt, glaube ich, generell daran, dass Fernsehen einfach nicht mehr interessant ist. So, Fernsehen ist einfach nicht mehr so das Ding. Ich glaube,
We the future, Chat. We the future. We streamer the future. Muss ich mal vorstellen, die letzte Schlag den Raab-Ausgabe war die letzte Show, die Raab mutmaßlich jemals im Fernsehen gemacht hat. Und die hat es aber nicht mal gepackt, den Einschaltrekord zu knacken, der irgendwann Jahre vorher von einer anderen Schlag den Raab-Sendung aufgestellt wurde. Damit will ich jetzt hier gar nicht Raabs Erbe einreißen, oder? Raab als Streamer wäre crazy Comeback gewesen. Das wäre das Krasseste gewesen. Sowas. Aber man muss sich schon irgendwie mal vor Augen halten, dass bis quasi einen Tag vor Raabs Abschied war er einfach ein großer, aber auch geduldeter Teil des deutschen Fernsehens, der halt täglich so vor sich hinflimmerte. Außerdem würde ich auch argumentieren, dass Raab in den ganzen letzten Jahren seines Fernsehdaseins auch gar nicht mehr das gemacht hat, worin er am besten ist. Ja, Raab ist gar nicht der krasseste Comedian oder nicht der krasseste Moderator. Der ist irgendwie am besten, wenn er in einer spontanen Situation in irgendwelchen Berichten interagieren muss, mit Leuten unterhalten muss, witzig sein soll oder auch... Er ist so wie ich. Er ist nicht lustig, aber er kann schlagfertig Sachen tun. Eben auch einfach mal bratzig sein kann oder alternativ. Ich finde, das kann man ihm durchaus attestieren, wenn er sich halt neue Showkonzepte oder ganze Show-Imperien ausgedacht hat. Und wie gesagt, da diese ganzen Sachen in der Spätphase seiner Karriere gar nicht mehr so vorhanden waren, finde ich, gibt es da jetzt per se erstmal gar nichts mehr, wo man jetzt sagen könnte, oh, hoffentlich macht er das nicht irgendwie wieder mit irgendwas kaputt. Ich würde eher sagen, dadurch, dass er jetzt gezwungen ist, sich vielleicht nochmal ein paar Sachen neu auszudenken, was jetzt mit der neuen Show vielleicht nicht ganz so eingetroffen ist. Ich glaube, Raab ist schon reicher, könnte es vielleicht dann doch nochmal irgendwie was Spannendes werden. Das kann man schon zum Beispiel sagen. In der zweiten Folge von Du gewinnst hier nicht die Million, so heißt es doch, ne? Nicht hier gewinnst du nicht die Million. Alter, das ist ein wirklich scheiß Showname. Naja, da hat er jetzt wieder so einen Einspieler drin, wo er sich einfach in die Kölner Fußgängerzone gesetzt hat und einfach irgendwie mal ein bisschen dreist mit den Leuten umgegangen ist. Und das war amüsant, fand ich. Ja, sowas gab's bei TV Total. Also ich glaube, das ist nur eine Estimation, aber ich glaube, das könnte schon hinkommen, ne? Also ich glaube, der ist das, was ihr aus mir gemacht habt, Chat. Sehr lange. Du bist lustig, nur dumme Leute verstehen deine Witze nicht. Gang, gang. Nicht mehr in regelmäßiger Form. Und noch dazu, das ist mir relativ wichtig zu sagen, wenn es so um Thema Vermächtnis, um die Legacy geht, dann ist das auch oft einfach irgendwie ein im Kopf konstruiertes Bild der Leute, die... Noxy, danke schön für 2 Monate. Und dieses abstrakte Bild von einem Stefan Raab soll bitte nicht mit irgendwas angekratzt werden. Also da geht es dann zum einen vielleicht irgendwie darum, dass man jetzt Schiss davor hat, dass er irgendwelche Werte mit Füßen tritt, für die man selber einsteht. Oder aber ganz rudimentär vielleicht sogar nur darum, dass er jetzt mega beschissene Shows macht. Und ganz ehrlich, das ist beides irgendwie dämlich. Also zum einen, ich persönlich hatte auch meine schöne Zeit mit Stefan Raab. Und ich finde auch viele Sachen immer noch sehr witzig, auch wenn die vielleicht aus heutiger Sicht dann eben nicht mehr meinem moralischen Kompass entsprechen würden. Und auf der anderen Seite muss ich eben auch sagen, selbst wenn Raab jetzt nur noch einen Haufen Scheiße an Shows produziert, die jedes Mal schlecht moderiert sind und was ändert sich zum sonstigen Fernsehen? Verliert jedes Mal und es ist jedes Mal dumm, dann lass den armen Mann doch einfach auch scheitern. Also es ist doch nicht so schlimm. Er hatte doch 30 Jahre Erfolg und da dann irgendwie frag mich so, warum er jetzt wieder da ist. Warum hat er das gesagt, gemacht? Das finde ich weird. Und um jetzt mal mit dieser ganzen Populismus-Schleuder von mir aufzuhören, ich bitte um Verzeihung. Irgendwo war es kommunikativ wahrscheinlich geil für den großen Knall jetzt, aber so an sich war es eigentlich voll dämlich, so einen rigorosen Schlussstrich zu ziehen von Raab. Alles war genauso cool und mutig und auch irgendwie wichtig, finde ich, dass er da Langeweile, jetzt quasi Langeweile, trotzdem Ego. Rückzieher macht, auch wenn er nicht ein einziges Mal wirklich ein aufrichtiges Ego vielleicht einfach Lebensaufgabe, weil er es vermisst hat, sondern einfach nur irgendwie bei seinem pseudo-ironischen Deutschland braucht wieder Unterhaltung bleibt, was ich dann schon wieder irgendwie kacke finde. Ich hätte gar wirklich einfach mal ein aufrichtiges Statement darüber gehört, dass man eben auch mit fast 60 irgendwie trotzdem noch so einen Platz da hat und irgendwie weitermachen kann. Ich finde das irgendwie inspirierend, könnt ihr mir sagen, was ihr wollt. Fünftens, die Prophezeiung. Und am Ende fühlt es sich halt eh trotzdem so an, als wäre Raab nie weg gewesen und irgendwie dann auch so ganz romantisch verquarzt, als wäre das gerade das, was wir alle brauchen. Die Frage maybe, ist halt ja, nur, so das fühlt sich an wie so ein EM-Titel von Deutschland. Das war auch so von mir, dass ich so gedacht habe, das bräuchte Deutschland jetzt. Ahnt ihr, was ich meine? So das Comeback hat ja vielleicht ein bisschen Nostalgie und könnte wieder so ein bisschen, I don't know, ich glaube, Leute sehen sich so ein bisschen danach. Viele haben das, glaube ich, erwartet. So, gerade. Ne? Raab hat bei RTL für 5 Jahre unterschrieben und wenn ich da jetzt mal so in die fünf nahe Jahre ist verrückt. Zukunft was blicke, denkt ihr, was dann er dafür bekommen da hat? Ganz offensichtlich natürlich, dass der Hype so ein bisschen abflachen wird, aber ich sehe auch, dass viele Leute sich daran erinnern werden, welche Rolle Stefan Raab, TV Total und die ganzen Raab-Events vor 10 Jahren in ihrem Leben hatten und dass es diese auch wieder einnimmt. Ja, also dass es eben nicht so ist, dass sich jeder immer noch kann sein, aufgeilt, dass die Legende, aber Geld macht ihn ja nicht dazu, wisst ihr, ich glaube, dass zurück ist. Und wenn Raab in der Pressekonferenz zu seiner Rückkehr sagt, ich habe es ja gerade schon erwähnt, dass jetzt ja eine ganze Generation keine gute Unterhaltung mehr kennt, naja, dann würde ich jetzt einfach mal so behaupten,
dann lernen sie das jetzt auch nicht kennen, weil zurückkommen und eine Show starten, die es so einstellt, stopp, 9 literally Millionen, auf ProSieben schon in 2 Ausführungen gibt und die du vor 10 Jahren genauso in 2 Ausführungen gemacht hast. Ja, den Kritikpunkt sehe ich ein bisschen, den sehe ich auf jeden Fall. Gibt's nichts mehr zum Kennenlernen. Mhm. Alle kennen. Das haben halt schon alle gesehen und es ist nichts Neues. So, ja, voll. Es tut mir leid, dass ich das jetzt so mitteilen muss. 9 Millionen für 5 Jahre, oh, Network verdoppelt. Das ist nichts Neues. Das ist einfach nur 2 Shows zusammengewürfelt und auch nicht mega galant. Ich blicke auf diese ganze Stefan Raab-Sache gerade so ein bisschen wie so auf diese Hollywood-Entwicklung von vor 10 Jahren, als so neue Teile von berühmten Franchises rauskamen. Gute Referenz. Die dann als Fortsetzung deklariert wurden. Referenz, ja. Tatsächlich aber eigentlich eher so ein Neustart waren. Aber wenn man das dann geguckt hat, hat man gemerkt, ach so, das ist eigentlich nur das, was wir eh schon kennen. Nur die ganzen bekannten Sachen ja, von früher gepflastert, damit wir uns irgendwie so fühlen sollen wie damals. Aber was wirklich Neues bieten, tut es auch nicht. Ja, das war dann teilweise erfolgreich. Aber viele Leute sind dann relativ schnell auch auf den Gedanken gekommen, dass es sich irgendwie nicht wirklich lohnt. Und wenn sie sich nach dem Alten fühlen wollen, können sie auch einfach nochmal das Alte gucken. Letztlich gab es dann auch noch für RTL weitere große so Samstagabend-Events ins Leben rufen und inszenieren und sich ausdenken. Mein persönlicher Wunsch wäre irgendeine richtig neue, fancy, coole Musikshow, auch wenn The Dome und sowas auf den hat. Fame Maker, No One Remembers, nicht gut lief. Aber wenn ich jetzt mal so mit dem Flow gehe, wird es wahrscheinlich eher was, was uns wieder so fühlen lassen soll wie damals. Die da ganzen nicht Bravo, MTV-Shows, das war vielleicht geil. Vielleicht wird es irgendeine Show, wo InfluencerInnen eingeladen und beleidigt werden. Könnte ich mir auch vorstellen. Hm. Oder es gibt einfach nochmal die VOG-WM und Stockcar und was weiß ich. Das Einzige, was ich weiß, ist, dass dieses Video jetzt vorbei ist. Starkes Video. Lass ich ein Abo da. Guter Mann. Totalvideo von damals. Guter Mann. Sehr stark. Paket perfekt. Das nächste gibt es dann in 5 Jahren. Obwohl ich glaube nicht, dass ich in 5 Jahren noch YouTube mache. Ansonsten für alle News rund um diese Kultpersönlichkeit hier könnt ihr gerne auf Instagram vorbeischauen und abonniert auf jeden Fall meinen zweiten Kanal. Da schauen wir auch wieder in die Kommentare dieses Videos rein und es gibt Feedback. Sehr, sehr geil. Chat, Leute.